Reststoffe vom Feld als Treibstoff der Zukunft. Wie diese praxistaugliche und CO2-freie Alternative zur Energie- und Treibstoffproduktion funktioniert, präsentierten BioG und Industriepartner am Smart Energy Day 2024 in Utzenreich. Wir holen sie Reststoffe vom Feld, zum Beispiel Maisstroh, wandeln die in hochwertige Energie, Biomethan, und erhöhen uns dort die Wertschöpfung noch, indem wir dann CNG, also Compressed Natural Gas, daraus produzieren. Reststoffe wie Mais, Raps oder Sojastroh bleiben normalerweise nach der Ernte des Korns am Feld zurück, da sie problematisch für einen weiteren Gebrauch sind. Jedoch ist dessen Energiepotenzial enorm. Also Reststoffe im Feld machen ca. 12 Terawattstunden aus, wenn man jetzt alle Reststoffe nutzen würde. Zum Vergleich, wir verbrauchen Gas ca. 82 Terawattstunden in Österreich. Und 12 Terawattstunden wären jetzt allein Reststoffe, die bisher ungenutzt sind. Pro Hektar Maisstroh könnten so ca. 1200 Liter Öl ersetzt und rund 3 Tonnen CO2 eingespart werden. Ich möchte es auch noch mal sagen, weil immer noch dieses Bild in den Köpfen von vielen Menschen ist, dass man da an Mais verbrennt, also sozusagen vom Teller in den Tank. Das passiert ja alles nicht mehr. Es sind wirklich Reststoffe, die verwertet werden. Diese Reststoffe werden zu Beginn von Traktoren vom Feld gesammelt. Anschließend werden sie aufgelöst, dosiert, zerfasert, vermaischt und von Schwerstoffen wie Steinen und Metall getrennt. Im Fermenter entsteht aus den Feldresten mithilfe von Bakterien Biomethan. Das dabei frei werdende CO2 wird ebenfalls zu wertvollen Rohstoffen weiterverarbeitet. Normal müsste man dieses verbleibende CO2 nach der Separierung in die Atmosphäre ableiten. Das haben wir uns zum Anlass genommen. Es wird bei uns eingeleitet in unsere Spaltungsanlage und anschließend aufgespalten in reinste Carbonprodukte und Sauerstoff. Durch die Nutzung dieser Reststoffe werden außerdem regionale Wirtschaftsprozesse ausgelöst, die Wertschöpfung bleibt in der Region, Arbeitsplätze werden geschaffen und eine Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern unterstützt. Aus politischer Sicht ist es ganz besonders wichtig, weil natürlich die erneuerbaren Energien im Vormarsch sind und wir brauchen diese erneuerbaren Energien. Und darum ist umso bemerkenswerter, dass in unserer Nachbargemeinde Utzenreich so ein interessanter, innovativer Betrieb entstanden ist mit BioG. BioG hat jetzt ein Verfahren entwickelt zusammen mit Evonik. Ein Membranverfahren, damit kann ich das auch runterskalieren für kleinere Betriebe. Und das ist eigentlich die neue Technologie, dass man also Hoftankstellen beispielsweise erschaffen kann, die einfach für den landwirtschaftlichen Betrieb auch geeignet sind, 2 oder 3 Traktoren zu versorgen. Die Technik und das Know-how sind zweifelsohne vorhanden. Doch auch die politischen Rahmenbedingungen müssen für eine flächendeckende Umsetzung gegeben sein. Die Firma BioG wünsche für die Zukunft, dass letztendlich wirklich die gesetzlichen Maßnahmen endlich auf den Tisch kommen, dass das Gas auch genutzt werden kann, entsprechend das Biogas auch genutzt werden kann. BioG hat beim Smart Energy Day demonstriert, wie die Energie- und Treibstoffgewinnung von morgen aussehen kann. Eine Lösung, die vielleicht schon bald in ganz Österreich Anwendung findet.